Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist André Kraus, ich bin Rechtsanwalt aus Köln und in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie Sie als selbstständiger Privatinsolvenzantrag stellen können. Wenn Sie selbstständig sind, ist es für Sie dennoch äußerst vorteilhaft, nicht in das für Selbstständige eigentlich vorgesehene Regelinsolvenzverfahren zu gehen, sondern Privatinsolvenzantrag zu stellen. Denn zum einen ist das Privatinsolvenzverfahren deutlich angenehmer für Sie. Es ist schuldnerfreundlicher, denn die Wohlverhaltensperiode, die tritt viel schneller ein, und zwar im Durchschnitt nach einem Jahr anstatt nach 3 oder 4 Jahren. Und zweitens wird Ihnen auch der Insolvenzverwalter, im Privatinsolvenzverfahren Treuhänder genannt, der wird Ihnen viel weniger auf die Hände schauen. Drittens, und zwar, das ist der letzte Vorteil, es ist auch kostengünstiger, es entstehen weniger Gerichtskosten. Es gibt zwei Möglichkeiten für Sie, Privatinsolvenzantrag als Selbstständiger zu stellen. Und zwar erstens, wenn Sie 19 oder weniger Gläubige haben und wenn Sie keinerlei Verbindlichkeiten aus arbeitsrechtlichen Schuldverhältnissen haben. Das ist dann der Fall, wenn Sie Kleinunternehmer sind und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Privatinsolvenzantrag stellen. Wenn Sie aber mehr als 19 Gläubige haben sollten, in dem Fall gibt es noch eine zweite Möglichkeit, für Sie ins Privatinsolvenzverfahren zu kommen, und zwar durch die Gründung einer Auffanggesellschaft. Dazu wird eine Auffanggesellschaft gegründet und von der werden Sie als Geschäftsführer eingestellt. Und nachdem Sie die Auffanggesellschaft einige Zeit lang geführt haben, nachdem sie einige Zeit lang betrieben worden ist mit Ihrem alten Kundenstamm, danach stellen Sie Privatinsolvenzantrag, und zwar als Geschäftsführer, als Arbeitnehmer. Dazu sind Sie dann auch berechtigt. Wenn es mit der Auffanggesellschaft nicht klappt, und zwar aufgrund der Struktur Ihrer alten Unternehmung, wenn die zum Beispiel zu groß ist, um eine Auffanggesellschaft dann zu gründen, in dem Fall bleibt Ihnen nichts anderes übrig als der Weg in die Regelinsolvenz. Und da wird Ihnen ironischerweise der Insolvenzantrag besonders einfach gemacht. Dabei ist das Regelinsolvenzverfahren besonders tückisch und deswegen empfehlen wir es Ihnen auf keinen Fall ohne vorherige anwaltliche Beratung. Und lassen Sie sich von uns auch auf jeden Fall beraten, wie Sie trotz Ihrer Eigenschaft als Selbstständiger dennoch Privatinsolvenzantrag stellen können. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen auf unserer Webseite www.anwalt-kg.de und wir haben für Sie einen YouTube-Channel eingerichtet mit all unseren juristischen Videos, und zwar unter www.insolvenz-tv.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.